Durch Edward Snowden, ein IT-Experte für ein externes Unternehmen im Auftrag der National Security Agency in den USA, kurz NSA genannt, der für die NSA gearbeitet hat, ist aufgedeckt worden, wie umfassend der US-Geheimdienst den Datenverkehr des Internets überwacht. Können Sie mir und den Hörerinnen und Hörern einen Überblick geben, welche Daten von wem, wann und wo ausgespäht worden sind? Also was durch die Enthüllungen von Edward Snowden jetzt ans Licht gekommen ist, das schwarz auf weiß durch ein internes Papier der National Security Agency NSA, die NSA-Daten direkt von 7 großen Internetanbietern bekommt. Die da waren Google, Facebook, Microsoft, Apple, ja, und Yahoo und ein paar weitere, quasi alle großen amerikanischen Internetunternehmen, auf denen so gut wie jeder, der das Internet benutzt, ja, angewiesen ist, sie verwendet. Und die NSA damit sagt, sie haben Zugriff auf Suchanfragen, Audios, Videos, Fotos, Chats, E-Mails, quasi alles, was auf diesen Plattformen anfällt. Das geht einmal in wird aufgesaugt von der NSA in riesige Datenzentren, dann per Rasterfahndung ausgewertet. Das ist aber nur das, was wir jetzt durch Edward Snowden schwarz auf weiß nachweisen konnten in diesem einen Leak. Die Aufgabe der NSA ist sogenannte Signals Intelligence. Quasi die NSA ist der größte und bestfinanzierteste Geheimdienst der Welt und deren explizite Aufgabe ist es, eben Kommunikation auf der ganzen Welt abzuschnorcheln und in riesigen Datencentern zu speichern. Und Edward Snowden hat auch in Interviews weitere Details genannt, dass jeder NSA-Analyst, der die entsprechende Berechtigung hat, quasi jedes Telefongespräch der Welt abhören kann, jede E-Mail der Welt mitlesen kann und sogar, wenn Verdächtige einmal generiert sind, in der Zeit zurückgehen können und Gespräche und Kommunikation aus der Vergangenheit rekonstruieren können. Die NSA speichert quasi einmal die komplette elektronische Kommunikation der modernen Welt. Also ist es eine Art kontextunabhängige Überwachung, also eine Überwachung ohne Anlass, oder? Ja, das macht auch ähnlich der BND, das nennt sich strategische Fernmeldeaufklärung. Die überwachen und speichern einfach einmal jede Kommunikation, auf die sie zugreifen können, ohne Anlass, um dann, falls sie irgendwoher einen Verdächtigen haben, den sie teilweise auch per Rasterfahndung in diesen Daten erst generieren, nachträglich gucken zu können, wie sieht das soziale Netzwerk aus, wie, mit wem hat jemand was kommuniziert. Das ist kein rechtsstaatliches Verfahren, wo es erst einen Straftat und einen Verdächtigen gibt und dann der abgehört wird, sondern andersrum, es wird alles von allen gespeichert und darin werden die Verdächtige generiert. Ist es auch eine totale Überwachung? Muss jeder damit rechnen, wenn er sich im Netz irgendwie bewegt als User, dass ohne sein Wissen Daten erhoben werden und weitergegeben werden hauptsächlich? Ja, habe ich schon gesagt, weil jeder, der eine Google-Suche nutzt oder ein Apple- oder Microsoft-Betriebssystem hat oder Facebook und Skype benutzt, dessen Kommunikationsdaten, die er mit diesen Anbietern hat, landen in diesem PRISM-Projekt der NSA, aber trotzdem auch jede andere E-Mail, jeder andere Dienst, der benutzt wird, wird höchstwahrscheinlich von der NSA mit ihren immensen technischen Mitteln, die Unterseekabel zwischen den Kontinenten anzapfen und so weiter und so fort, aufgesaugt. Ja. Wenn ich mich bei einer Social-Media-Plattform anmelde, muss ich mich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden erklären und weiß, woran ich dann bin. Ich kann mein Recht auf Anonymität oder Freiheit im Netz dadurch beeinflussen, wie ich mich verhalte darin. Ich kann zum Beispiel keine Fotos auf Facebook laden. Aber durch diese allumfassende Abhörung, an dem ja auch Google, Microsoft, Apple beteiligt sind, wie schon gesagt, sind solche Versuche dann eigentlich nutzlos, oder? Ja, in den AGBs der amerikanischen und auch europäischen Anbieter steht ja, sie kooperieren mit dem amerikanischen Recht und Gesetz, was sie natürlich auch müssen. Und wenn überbordende Gesetze wie der Patriot Act oder das FISA-Abkommen, das FISA Amendment Act sagen, dass diese Anbieter den Diensten Zugriff auf die Daten geben müssen und diese davon noch nicht mal erzählen dürfen ihren Nutzern, dass sie das tun müssen, dann entspricht das theoretisch auch Recht und Gesetz, auch wenn natürlich viele Civil Liberties, Bürgerrechtsgruppen gegen den Patriot Act und FISA und vor allem die aktuellen Enthüllungen kämpfen und auch juristisch vorgehen. Aber wenn man diese Dienste nutzt, hat man jetzt schwarz auf weiß, ja, dass die Daten auch bei der NSA landen.
die Rolle der Privatwirtschaft, die jetzt schon angesprochen worden ist, die sich ja jetzt so ein bisschen als gezwungene Handlanger verkauft, ist doch aber auch zweifelhaft. Sie speichern nämlich namensbezogene Daten schon immer und verwerten diese auch wirtschaftlich. Da hat der Staat und allen voran die Geheimdienste dann ja auch leichtes Spiel, die Daten einfach abzuschöpfen. Also muss der Datenschutz nicht schon viel früher ansetzen bei der Speicherung der personenbezogenen Daten bei den Unternehmen? Ja, das ist, jetzt hast du ziemlich viele Punkte aufgemacht. Also zuerst entscheide ich mich freiwillig, ob ich die Dienste, halbwegs freiwillig, ob ich die Dienste wie Google und Facebook benutze. Natürlich entstehen privatisierte Öffentlichkeiten und heutzutage ist jeder auf Facebook, außer ich. Und insofern wird man quasi gezwungen, dahin zu gehen, wo auch der Rest der Leute sind, wenn ja Google Mail nun mal das schickste Interface hat und ich mit anderen Leuten, die Google Mail deswegen benutzen, maile, dann sind auch landen auch meine E-Mails dort. Also das ist eine Gefahr einer Zentralisierung und die durchaus gegeben ist. Trotzdem gibt es kleine, wilde, sympathische Initiativen von dezentraler Infrastruktur, ob das jetzt Mail oder Jabber verschlüsselter, ja, Instant Messaging Kommunikation ist und so weiter und so fort. Es gibt da zarte Pflänzchen, die aber ganz ehrlich, wenn man sich mit einem Geheimdienst wie der NSA anlegt, dem mächtigsten Geheimdienst der Welt, auch nicht mehr wirklich so viel helfen. Trotzdem sollten natürlich die Nutzer immer die Möglichkeit haben, wie es auch in deutschen Datenschutzgesetzen steht, Dienste auch pseudonym verwenden zu können, was zum Beispiel Facebook untersagt. Da muss man unbedingt mit seinem echten Namen auftreten. Auch Leute wie Ai Weiwei haben deswegen schon ihren Facebook-Account teilweise eingestellt bekommen. Das geht unserer Auffassung nach nicht und ich muss nicht meinen echten Namen angeben müssen, um solche Dienste benutzen zu können. Gerade laufen in Brüssel Verhandlungen zur EU-Datenschutzverordnung, EU-Datenschutzrichtlinie. Und dort geht es unter anderem um die Frage, dass ich als Nutzer natürlich umfassend informiert werden muss, was mit meinen Daten passiert und informiert einwilligen muss, ob ich mit dieser Datenverarbeitung für einen Zweck, weswegen ich ja dorthin gehe zu dem Anbieter, einverstanden bin, dass wenn ich nicht mehr einverstanden bin, ich auch gefälligst alle meine Daten wieder löschen können möchte. Und das sind sinnvolle Ansätze. Oder auch ein weiterer Punkt, dass ich vorher informiert werden muss, wenn Daten in andere Staaten mit anderen Jurisdiktionen, die dann mit anderen Geheimdiensten kooperieren, transferiert werden, was mir immer nicht ganz klar wird. Das sind sinnvolle Ansätze, um solchen Auswüchsen zumindest grundsätzlich zu begegnen, auch wenn die leider durch Lobbyinteressen von Industrie, aber auch Politik in USA und konservativen Parteien hierzulande leider unterlaufen wird. Mit dieser Sammelwut von Daten übernimmt sich der Geheimdienst doch auch. Es gibt viel Unrelevantes für die nationale Sicherheit. Und diese Menge an Daten kann ja gar nicht durch genügend Rechenpower verarbeitet werden. Darum ist doch eigentlich auch die Logik der Verbrechensprävention jedenfalls durch das Internet ad absurdum geführt, oder? Also mit welcher Berechtigung sagt man dann noch, wir wollen Verbrechen aufklären, wenn die Daten, die man erhebt, gar nicht schnell genug verarbeitet werden können? Also in der Tat haben wir Beispiele gesehen, sowohl in 9/11 als auch in Boston, als es danach hieß, eigentlich lagen den Geheimdiensten alle relevanten Informationen vor. Sie haben nur die Puzzlestückchen nicht zusammenbekommen. Trotzdem würde ich der These, dass ja die Überwacher in Datenbergen ersticken und die Nadel im Heuhaufen gar nicht mehr finden können und wir sie mit irgendeinem quasi im Rauschen untergehen lassen können, nicht zustimmen. Die Algorithmen werden immer besser, die NSA hat mehr Rechenpower als ja das CERN und Google zusammen. Das Problem ist grundsätzlich ja nicht, ob sie darin was finden oder nicht, sondern nach welchen Kriterien entscheiden überhaupt Computer und Algorithmen, wer jetzt verdächtig ist und wer nicht. Nur weil ich über zwei Ecken mit jemand kommuniziert habe, der irgendwie Jahre später irgendetwas macht, heißt das doch noch lange nicht, ja, dass ich Verdächtiger bin. Es werden aus Algorithmen, die genauso wie die Speicherung vorher nicht bekannt oder gar demokratisch legitimiert wurde, werden anhand von Algorithmen Verdächtige generiert und niemand kann kontrollieren, kein Anwalt kann später auch nachprüfen, woher diese Rasterfahndungsergebnisse kommen. Also das Problem anhand von Software Verdächtige zu generieren, sollten wir grundsätzlich kritisch sehen. Die Geheimdienste operieren ja im Verborgenen, oftmals auch ohne direkte demokratische Kontrolle. Sollten NSA und BND nur abhören, wenn sie selbst Transparenz zulassen? Oder anders gefragt, ist Überwachung per se erstmal schlecht, wenn sie doch auch aufklären kann?
Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber solche Geheimdienste der per strategischer Fernmeldeaufklärung, wie es heißt, oder Signals Intelligence, massenhaft Daten von Unbeteiligten sammeln. Der BND hat übrigens im letzten Jahr 37 Millionen E-Mails überwacht. Also das ist nicht nur der NSA. Solche Geheimdienste und Schleppnetz-Massenüberwachung halte ich für parasitär in freiheitlich-demokratischen Gesellschaften, denn die funktionieren natürlich ohne jegliche Transparenz oder Kontrolle. Das ist in Amerika gibt es für den NSA geheime Gerichte, die in geheimen Verfahren geheime Urteile ausstellen, damit der NSA sowas machen darf, und die Firmen, die damit kooperieren müssen, dürfen noch nicht mal den Überwachten davon etwas sagen. Und auch in Deutschland wird maximal ein geheimtagender Ausschuss im Bundestag von ja schon längst stattgefundenen Überwachungsmaßnahmen informiert, und auch der kann nicht wirklich das unterbinden. Und ab und zu gibt es mal irgendeinen Leak an der Zeitung, aber das ist nicht so, dass wirklich die Bevölkerung oder auch die demokratisch gewählten Vertreter davon irgendeinen Einblick oder gar irgendeine Möglichkeit hätten, diese Überwachung zu ändern. Ich halte nichts davon, Dutzende Millionen Mails pro Jahr wie der BND oder alle Facebook-Nachrichten und Google-Suchen wie die NSA strategisch zur Überwachung zu speichern und nach Verdächtigen zu rastern. Liegt das Problem auch darin, du hast es kurz angesprochen, dass die Server alle zentral stehen in den USA, und brauchen wir vielleicht eine andere Infrastruktur, vielleicht auch eine dezentrale, und User, die ein bisschen gewitzter agieren im Netz und sich nicht so ausliefern? Ja, wir haben die Zentralisierung angesprochen, die ist ein Problem. Auch auf kommerziellen Plattformen natürlich sind dezentralere kleine Dienste, die miteinander agieren, viel sympathischer und auch gegen viele Arten der Überwachung nicht so anfällig. Gegen die NSA hilft aber auch das nicht wirklich. Wir haben jetzt nur schwarz auf weiß, dass die NSA Zugriff auf die 7 der großen amerikanischen Firmen hat. Wie gesagt, die sitzen aber auch auf jedem Unterseekabel, wo das Internet durchgeht, an jedem Satelliten oder jeder, ja, Mobilfunkfrequenz. Also gegen normale Polizeiermittlungen und so oder auch den bösen Nachbarn oder Hackerangriffe kann man sich tatsächlich mit dezentralen Strukturen wie Jabber und Mail besser schützen. Gegen die NSA verliert man aber auch damit.